So, hallo aus Freiburg. Seid ihr denn schon alle da? Ich sehe schon aus Düsseldorf und ja, aus Salzburg, der José und Erika Meier auch dabei. Ich freue mich, dass ihr ja alle dabei seid hier bei diesem Webinar. Es geht heute Abend um das Thema Asthma. Und ja, ich habe euch wieder eine Präsentation gemacht und die werden wir wieder morgen natürlich euch zukommen lassen. Ihr seid angemeldet, insofern wissen wir, was wir tun müssen. Ja, es ist ziemlich heiß, deswegen also umso löblicher, dass ihr nicht im Freibad sitzt oder euch, wie gesagt, irgendwie anderweitig entspannt in einem schönen Biergarten. Jetzt so langsam werden die Temperaturen ja wieder etwas besser. Und umso löblicher, dass ihr euch hier um die Medizin kümmert, um anderen Leuten auch helfen zu können. Und das ist wirklich super klasse. Und auch der Andreas ist da. Hallo Andreas aus Freiburg, ja. Also die Temperaturen überall sind hoch und gut, aber wir machen das Beste daraus und man darf sich auch nicht immer zu viel darüber Gedanken machen. Könnt ihr alles gut hören und auch sehen? Habt ihr alle gute Verbindungen und dann können wir auch schon loslegen. Und zwar, wie gesagt, eine Präsentation habe ich ja wieder vorbereitet und die könnt ihr auch hier sehen. Und da geht es also hier, you ask. So, könnt ihr die Präsentation sehen? Asthma hier also in der TCM. Und wie gesagt, es geht hier heute also um den praktischen Aspekt. Um den praktischen Aspekt. Wir hatten das letzte Mal, also vor gut einem Monat, hatten wir uns schon mal Gedanken gemacht hier über dieses Thema. Und da war also hier schon mal, dass wir die Definition zunächst mal gemacht haben von Asthma. Was ist das? Und haben gesehen, dass es hier also um eine Erkrankung der Lungen geht, die entzündliche. Und auch die Atemwege sind hier betroffen. Und das hatten wir uns da angeschaut. Die, die das noch nicht haben, also ihr könnt es, wie gesagt, hier auf Broadcast runterladen. Das war die Einführung. Da hatte ich auch mich darum gekümmert, hier noch ein bisschen die Zusammenhänge zu erklären, wie die Lungen auch hier von anderen Organen beeinträchtigt werden. Das werden wir jetzt gleich im praktischen Teil sehen. In den Behandlungsmöglichkeiten. Das heißt auch zum Beispiel, dass die Leber, das heißt Schistagnation, führt hier auch zu Asthmaanfällen. Und da hatte ich also hier, wie gesagt, beim letzten Webinar darauf hingewiesen. Das heißt, schaut euch das gern an, wenn ihr es noch nicht angeguckt habt. Das könnt ihr kostenlos auch angucken, die Einführung hier für das Thema Asthma. Nur ganz eine kleine wichtige Geschichte, was wir das letzte Mal wirklich ja uns auch Zeit genommen haben, um diese drei Phasen der Lungen. Die Lungen können zum einen also hier zerstreuen, die können aber auch hier einfach absenken und zu guter Letzt können die Lungen auch etwas astringieren. Das sind drei Bewegungen der Lungen. Eine dieser drei Bewegungen ist blockiert, manchmal auch mehrere, zwei oder eben auch alle drei. Und das werden wir jetzt gleich besprechen. Ich habe euch hier vier verschiedene Möglichkeiten von Asthma mitgebracht. Und das wäre also hier die Möglichkeit. So, könnt ihr die Präsentation ist hier also zu sehen. Ton hört nichts. Also ich habe alles geprüft. Es ist alles möglich. So. Also, wie Erika hört alles, das ist gut. Sonst hört ihr auch alles? Ja, alles gut. Svetlana aus Düsseldorf, jawohl. Sehr gut. Also, wie gesagt, manchmal liegt es auch nicht an mir, sondern auch an den Verbindungen. Das heißt, ihr müsst immer gucken, ein gutes Netz zu haben.
Und dann kann man alles auch gut hier hören. Also das heißt, ich sehe hier alles bestens. Die Karin Hofer und die Präsentation ist euch zu klein. Okay, also das kann ich ändern. Das ist kein Problem. Das heißt, schaut mal. So, besser, oder? Gut. Also, ich kann alles hier noch zum Teil ändern. Und die Präsentation, wie gesagt, hier zu sehen. Also, dann gehen wir hier, wie gesagt, weiter. Das war die Möglichkeiten dieser drei Bewegungen, zerstreuen, absenken und astringieren, zusammenziehen. Das ist hier das große Thema, was wir schauen müssen, wie diese Zusammenhänge hier auch sind. Das heißt, in der TCM ist es immer so, wir machen uns Gedanken, wie kann man hier tatsächlich die Asthma einteilen. Asthma ist für uns, es gibt ganz verschiedene Formen. Ich kann heute Abend auch nicht alle Möglichkeiten vorstellen. Ich habe euch, wie gesagt, vier mitgebracht und da kann man hier auf jeden Fall was machen. Wie und was? Das wäre hier zum einen jetzt eine Fülleform. Und da sind die Lungen. Ich habe euch auch schöne Zungenbilder mitgebracht. Das könnt ihr also gleich hier auch sehen. Das heißt, es ist Kälte und Schleim in den Lungen und diese Kälte und Schleim blockiert die Lungen. Ja, die können also sich nicht mehr bewegen. Wie kommt Schleim in die Lunge? Das heißt, zum einen ist es möglich, dass wir durch Ernährung, das heißt hier Milchprodukte typischerweise sind sehr naheliegend, essen und diese Feuchtigkeit geht. Wir kennen die Verbindung in der TCM, die Milz und die Lungen. Das ist Tajin, die sind sehr ähnlich. Das heißt, was die Milz an Feuchtigkeit produziert, wird in den Lungen abgelagert. Wir sagen, die Lungen ist das Gefäß, wo die Feuchtigkeit der Schleim sich ablagert. Das heißt, hier also eine innere Kälte, Schwäche der Milz führt dazu, dass wir hier tatsächlich keine große, also dass die Lungen voll mit Schleim sind. Und dadurch kann man sich vorstellen, die Lungen können nicht ventilieren, die können sowohl nicht zerstreuen, die können nicht absenken, nicht astringieren, die sind einfach total blockiert. Dazu kommt, wenn ich Kälte und Nässe im Körper habe, dann leider kann auch von außen kann dann auch dementsprechend sehr leicht auch Wind, Windkälte und Windnässe in den Körper auch eindringen und weiterhin auch von außen die Oberfläche blockieren. Das heißt, wir nennen das einen PE, einen pathogenen Erreger, kommt auf die Oberfläche und blockiert hier die Lungen. Dann haben wir hier, wie gesagt, die Möglichkeit, dass wir diese Nässe, Entschuldigung, jetzt war ich eins zu früh, müssen wir noch mal eins in die andere Richtung gehen. Mache ich jetzt das. So, das heißt hier, Entschuldigung, eine Klick zu viel. Hier haben wir also Nässe und Kälte, kommt als PE von der Oberfläche. Der Patient hat innen schon Feuchtigkeit aufgetankt. Die Lungen sind schon blockiert von außen, von innen. Die Lungen haben also Nässe, Schleimkälte und das Lungenqi kann sich nicht bewegen und deswegen haben wir Lungenqi-Stau. Und wenn sich das Qi staut, staut sich auch das Blut und die ganze Stoffwechsel hier im Brustkorbbereich ist blockiert und dann entsteht hier Asthma. Das Qi bleibt stecken. Und das ist also hier eine Möglichkeit, die wir haben und dann kommt es zu typischen Symptomen, das heißt Kurzatmigkeit und Atemnot. Das Qi-Fluss ist blockiert, Qi bleibt stecken, Kurzatmigkeit, Atemnot, Verschlimmerung durch Kälte und Nässe. Ja gut, das hat der Patient schon eben genug innerlich. Also wenn ich innerlich Hitze habe, anderes Beispiel, dann mag ich die Hitze nicht. Habe ich innen Feuchtigkeit, dann mag ich eben auch nicht die Kälte und die Nässe. Das heißt, na klar, wenn sich hier staut, Qi-Stau erzeugt dann auch ein bisschen hier Druckgefühl im Brustkorbbereich und die Feuchtigkeit will auch nach oben raus. Das ist hier auch weißer Auswurf. Der hat kein Durstgefühl, das heißt, die Feuchtigkeit blockiert, es ist auch kalt.
Das heißt, hier kommt kein Durstgefühl zustande. Und ja, wenn ich kalte Getränke trinken sollte, das vertrage ich eben hier auch nicht. Und die Patienten, die schwitzen auch nicht. Das ist einfach kalt, es zieht sich zusammen. Und wenn ich anfällig bin für Kälte und Nässe, dann kommt mir auch hier die Wind und Feuchtigkeit in den Nacken. Das ist der Angriff. Das ist Wind, Tor des Windes. Wind greift immer hier bei Gallenblase 20 an. Und dann wird der Nacken steif. Ja, das ist dann die Rezeptur von Shanhan Lung, Gögentang, was man nehmen muss hier, wenn der Nacken steif ist, Gögentang für Nackensteifigkeit. Das ist nicht für Asthma. Das heißt, der Wind kommt hier und greift an. Das heißt, die Muskeln tun weh. Ich habe Schmerzen und das ist hier auch möglich, wenn ihr jetzt bei diesen Temperaturen in einem Raum sitzt, wo ihr zu vielen Ventilator anhabt, ja, zu viele Ventilator, dann kriegt ihr auch vielleicht Ohrenschmerzen oder eben auch der Nacken hat dann tatsächlich Probleme. Und das ist also hier tatsächlich ja, eine Sache, die man auch bei den Temperaturen sich Gedanken machen muss. Manche sind da sehr anfällig, die Nässe und auch Kälte haben, kriegen so einen Wind vom Ventilator sehr schnell ab. Aber die Frage, soll ich zu sehr schwitzen oder habe ich danach am Abend einen steifen Nacken? Das soll jeder selber entscheiden. Das ist hier also die Thematik. Die Nase ist verstopft. Na klar, wenn wie gesagt hier die Lungen voll ist, die Lungen und auch über Dickdarm haben hier auch eine Verbindung zu der Nase. Das heißt, hier haben viele Leute, die Feuchtigkeit im Verdauungstrakt unten haben, in den Lungen haben, auch dann die Nässe hier oben drin stecken. Das sind die bei chronischer Sinusitis, Rhinitis haben, die hier vor allem von Milz-Qi-Schwäche ausgehen, Nässe produzieren. Diese Nässe geht dann hier auch in den Nasenbereich. So sind also diese Patienten von ihrer Symptomlage her. Und das könnt ihr dann auch als erfahrene TCM-Therapeuten in der Diagnostik wieder sehen. Das heißt, kraftlos und breit ist hier die Zunge. Kraftlos heißt, es ist kein Qi da und auch kein Yang. Das ist auch ein Zeichen von Kälte. Die Breite, die geht hier auch tatsächlich von Feuchtigkeit in der Milz aus. Und dadurch, wenn die Zunge aufschwillt, kommen auch Zahnabdrücke dann noch zustande. Da könnt ihr gern auch das kostenlose Webinar über die Zungendiagnostik sehen. Das findet ihr auch hier in Crowdcast oder bei uns auf Avicenna Freiburg Magazin sind diese auch hinterlegt, die das noch nicht gesehen haben. Zungenbelag, der ist weiß. Das, was ihr auf der Zunge oben drauf hat, das ist in den Yang-Organen. Das heißt, Magen, Dickdarm ist belegt. Das heißt, der Darm ist belegt. Das ist die Feuchtigkeit, weiß, klebrig und auch feucht. Ja, das wäre hier die Pulsdiagnostik mit kurz. Kurz heißt, es ist kein Qi da. Das heißt, die Feuchtigkeit blockiert den Qi-Fluss. Und ihr habt dann auch leer. Da ist also hier kein, die Milz ist also hier geschwächt. Und trotzdem habt ihr hier aber auch einen breiten Puls in der Milz zu sehen. Und das wäre hier vor allem die Feuchtigkeit. Das heißt, ein breiter Puls und eine breite Zunge, das ist hier dieselbe Flugrichtung Feuchtigkeit in dem Körper. Dann ist aber auch, wie gesagt, Feuchtigkeit blockiert, dadurch kein Fluss und der Puls wird auch gespannt. Das Qi kann nicht fließen, dann kommt Spannung. Die Ursache hier ist Feuchtigkeit und Kälte. Voll und langsam, das ist hier die Nässe, die da ist. Und auch langsam, die Nässe, haben wir gesagt, die blockiert. Und dann könnt ihr schauen, so sieht also hier eine Zunge aus. Die ist also hier gut weißlich belegt. Das ist also hier der Dickdarm, der Magen ist belegt. Das heißt, wir haben hier auch schnell die Neigung zu zum Beispiel Candida albicans ist hier auch nicht weit. Das ist vor allem durch die belegte Zunge hier. Die Zunge ist weißlich. Die ist auch hier von ihrem Grund her bläulich eher, von der Untergrund her. Das steht hier für Kälte. Ihr seht, die Zunge ist breit mit diesen Zahnabdrücken links und rechts. Die Feuchtigkeit ist schon tiefer in die Yin-Organe eingedrungen. Und das ist hier also ein Bild von dieser Feuchtigkeit. Und auch Kälte im Körper. Diese Patienten mögen Kälte nicht.
Und wenn es ein bisschen kälter wird, ein bisschen zukommt, Wind kommt, sofort steife Nacken und eben hier auch Asthma als Reaktion auf diese Temperatur. Und da muss ich anders arbeiten, wie wenn ich eine andere Form habe. Und wie, das sehen wir also hier. Das heißt, die Behandlungsstrategie ist in diesem Fall die Oberfläche von Wind und Nässe, Kälte befreien. Das heißt, aufmachen, diese Feuchtigkeit hier an der Oberfläche befreien. Die Feuchtigkeit innerlich, das heißt, es über die Milz, Transformation der Milz anregen. Da brauchen wir Aroma. Aroma transformiert die Feuchtigkeit von der Milz. Und wie gesagt, Schleim zusätzlich ausleiten, umwandeln. Und zu guter Letzt muss man das Lungen-Qi, was ja stecken geblieben ist, was schon besser wird, wenn ich natürlich hier auch die Feuchtigkeit wegkriege. Das heißt, dann geht es schon mal besser. Aber ich muss noch akut das Lungen-Qi einfach hier auch wieder absenken, dann kann ich wieder besser hier durchatmen. Und diese Entzündungsreaktion, die in den Lungen auch stattfinden, die kann ich hier dann tatsächlich auch durch die Bewegung wieder auch auflösen. Das heißt, hier ist eine entzündliche Reaktion von Asthma nur dann möglich, weil das durch einen Stau sich tatsächlich blockiert. Und dann schauen wir immer, das ist eine TCM so, das heißt, wir müssen hier eine ja, Präsentation, wir müssen eine Standardrezeptur finden. Das heißt, man geht nach China und wenn man dort im Krankenhaus arbeitet, dann lässt dann der Professor einen Fall angucken und dann sagt man, okay, das ist ein Problem. Was hat dieser? Ja, der hat Kälte und Schleimansammlung, okay. Er hat Asthma, okay. Was würdest du tun und welche Standardrezeptur würdest du nehmen? Dann muss man, dann fängt man an zu schwitzen und überlegt, was könnte ich hier nehmen? Eine Möglichkeit wäre hier Xiaojing Longtang. Das wäre hier eine Standardrezeptur, die so fertig dann auch vorhanden ist. Und da seht ihr Mahuang, das macht auf mit Guishi zusammen. Das kann diese Feuchtigkeit an der Oberfläche erstmal befreien. Und Baishaoyao ist ein, wir nennen es KGB-Kraut. Das heißt, wenn zwei aromatisch sind, dann kann der Körper schnell auch austrocknen. Und um die Nebenwirkung auszugleichen, wird hier die Beißepfingstrose Baishaoyao gegeben, um wieder hier etwas zu befeuchten und diese zwei von der Expansion etwas zu kontrollieren. Aber Mahuang Guishi ist viel höher dosiert, das heißt hier viel mehr Expansion wie Kontraktion, aber das ist immer eine taoistische Gedanke, wo Expansion ist, ist auch wieder Kontraktion. Lieber José, mit Qigong kannst du das sehr gut nachvollziehen und auch immer demonstrieren. Dann haben wir hier Ganxiang, das wird hier die Milz aufwärmen, das heißt, wird auch die Transformation anregen. Qixin ist für die Lungen wärmen und kann die Lungenzirkulation anregen. Wuweizi wirkt aber auch hier wieder etwas astringierend und Banxia ist für die Feuchtigkeit transformieren, Lungen und auch den Magen und kann hier noch mit Ganzhou ab geschlossen werden. Ich habe euch dann aber eine Modifikation gemacht. Das heißt, immer ist es sinnvoll, wenn ich eine Standardrezeptur habe, dass ich dann eine Modifikation mache, auf den Patienten anpasse und dahingehend auch abwandle. Ihr seht, Mahuang ist immer noch da, aber Ephedra muss nicht hochdosiert werden. Es ist sehr stark, zerstreuend und auch absenken, zerstreuen, absenken. Mahuang 1 bis 3 Gramm. Ihr habt hier Banxia. Das zweite Kraut, wie gesagt, hier noch mit Ingwersaft zubereitet, Jiangzi Banxia. Das ist hier, um Feuchtigkeit zu transformieren. Ganxiang ist Ingwer, hatten wir schon gesehen, für die Milz. Xingren ist antiasthmatisch, senkt das Lungen-Qi genauso wie das nächste, Ziwan. Und ihr habt dann hier noch Huflattich, Kuangdonghua, Huflattichblüten, die das Lungen-Qi auch absenken können, genauso wie Baiqian Lungen-Qi absenken und entschleimen. Und dann kommt hier noch Senfsamen, Baiqizi, Sisuzi und auch hier Fuling, um zu entfeuchten, zu entschleimen. Das sind diese Kräuter. Das heißt, wir haben hier
gegen Feuchtigkeit und Kälte, wird transformiert, das Lungenqi wird abgesenkt, die Rezeptur ist in sich kalt und warm und hier aromatisch. Warm, aromatisch ist die Überschrift und kann das Lungenqi absenken mit sogar Huflattichblüten. Guangdonghua ist hier eine gute Möglichkeit. Das heißt, dieses Bild wird dann weiterhin noch auch mit Akupunktur unterstützt. Das heißt, wenn ihr in der Therapie seid, könnt ihr mit Blase 12, Blase 13, Lunge 7 die Oberfläche wieder aufmachen. Das heißt, vertreiben, aufmachen. Und ihr könnt mit Lunge 6, Kreislauf 6, Renmai 17, Magen 36 das Lungenqi absenken. Und das muss noch ergänzt werden mit Milzstärke, Nässe ausleiten. Das wäre hier Milz 3, um die Milz zu tonisieren. Da muss ich Bufa tonisieren und mit Magen 40 die Nässe ausleiten. Das wirkt auch stärkend auf die Milz. Und Blase 20, den Schubpunkt der Milz am Rücken. Und Blase 23, das muss tonisiert werden. Ja, hier die Empfehlung, was wäre hier, wenn man das in Ernährung dann auch weitergeht, dann muss man sagen, ja, hier muss gewärmt werden, aromatisch. Das heißt, wir könnten hier Thymian als wunderbare Medizin auch sehen, mit Thymian auch Tee dazu parallel trinken. Es ist wärmend, es ist aromatisch, auch von der Milz her, wir brauchen Rosmarin, aromatisch warm und müssen verhindern, dass der Patient sauerkalte Sachen, Joghurt, Milch, Weizenprodukte, was kühlend wirkt und astringierend zusammenziehend, oder sauer ist der Geschmack, das wäre hier Zitrusfrüchte, das wäre alles nicht so gut für diesen Patienten, selbst wenn die Vitamine da in diesen Produkten drin sind, das wäre nicht zu empfehlen. Das war also hier eine Möglichkeit. Unser erster Fall war Schleim und Kälte, sowohl innerlich wie äußerlich. Ihr habt gesehen, die Zunge ist blass und auch belegt. Das war also Fall 1. Eine sehr häufige Form ist Schleimhitze. Habt ihr alles mitbekommen? Seht ihr alles mittlerweile? Zu schnell, zu langsam? Seid ihr noch da oder seid ihr schon völlig so nur noch ein Häuflein Wasser übrig geblieben von euch? Ich kriege hier keine Reaktion mehr. Seid ihr platt? Ist zu schnell? Oder was ist hier los? Alles prima. Ja, toll. Alles gut. Das höre ich gern. Also, seid gespannt. Wir gehen jetzt in die nächste mögliche Form. Das heißt, ihr seht, TCM ist immer die Frage, was hat der Patient? Asthma, ja, aber welche Form ist hier jetzt gegeben? Ja, und ihr seht doch durch die Zunge doch eindeutig, wie das hier auch durch die Feuchtigkeit und Blässe. Ihr werdet gleich sehen, es sieht ein bisschen anders aus bei Schleimhitze. Die Erika sitzt auf der Terrasse. Ich hoffe, mit einem guten Bier oder einem schönen Wein. Ja, ich trinke hier noch ein bisschen Wasser lieber, damit ich kein Blödsinn erzähle. Konzentration mit Lesen und Vortragen und hier noch die Präsentation kontrollieren. Das ist immer so ein bisschen tough, aber ich kriege es hoffentlich noch hin. Also, wir haben jetzt Schleim und Hitze. Wie kommt es dazu? Das ist hier, wir sehen, die Milz hat Nässe und Hitze. Wie kommt die Milz zu Nässe und auch Hitze? Das ist hier ja, Ernährung häufig. Das heißt, wir haben hier jetzt die umgedrehte Geschichte. Das heißt, nicht mehr zu viel Kühlendes, sondern wir haben zu viel Erwärmendes. Das ist jetzt hier typischerweise wie ja, zu viel Alkohol als Beispiel, scharfe Gewürze, Fleisch. Das ist die eine Flugrichtung, man kriegt also Milz, Nässe und Hitze hin über die Ernährung und zu viel Warmes und zu wenig dann hier Salat oder Ausgleichendes. Das heißt, die Lungen werden dann mit Lungen- und Schleimhitze sich auch auffüllen.
Wie gesagt, was die Milz, der Verdauungstrakt hat, das kriegt sehr schnell die Lungen. Die Verbindung Milz und Lungen, das ist Taiyin, das ist hier sehr einfach da nachzuvollziehen. Wir haben Lungenschießstau aufgrund von Schleimhitze in den Lungen und Lungenblutstau, also hier fließt auch nichts mehr. Und dann kam es hier auch zu Asthma oder die Schleimhitze durch die Hitzeverbindung hat noch eine Tendenz, nicht nur eine Stagnation zu bewirken, sondern auch eine Rebellion. Die Hitze will nach oben, deswegen auch mit Husten noch mit dazu. Also wir definieren hier eine Schleimhitze und ursächlich ist hier aber nicht nur die Ernährung, sondern auch sich durch Stress aufregen, auch Emotionen zu haben, eifersüchtig zu sein und so weiter. Diese ganzen Emotionen erzeugen auch Schleimhitze im Körper, auch in den Lungen ist möglich. Und für eine Verbindung natürlich von Ernährung und zusätzlich dann noch dieser Emotionen ist natürlich häufig auch zusammen vorhanden. Das heißt Atemnot mit gelblichem Auswurf, jetzt wird es gelblich, das ist Schleimhitze. Und der Körper ist, wenn er Hitze hat, eher auch Unruhe. Und die Hitze steigt mir, wie gesagt, ins Gesicht, bisschen rötliches Gesicht. Na klar, wenn es zu viel Hitze wird, habe ich auch Durstgefühl. Und ja, wenn ich schwitze, dann riecht das nicht gut, weil feuchte Hitze riecht nicht gut. Ihr kennt das, die vielleicht nicht feuchte Hitze primär haben, aber durch einen Abend mit zu viel Alkohol und zu viel Trinken, da kann also schnell sich diese feuchte Hitze bilden, das heißt eine Party, noch viel getrunken, spät gegessen, am nächsten Morgen geht man auf die Toilette und das riecht ein bisschen anders, wie man das gewohnt ist und das ist feuchte Hitze. Feuchte Hitze riecht allgemein nicht gut, der Schweiß riecht nicht gut, also die Ausscheidungen sind säuerlich und einfach nicht gut riechen. Und klar, wenn ich zu viel Hitze habe, dann vertrage ich die Wärme nicht. Ich habe hier Druckgefühl in der Brust, das ist Schleimhitze. Und ja, das fühlt sich hier mit Beklemmungsgefühlen auch an. Und ja, ich habe dann auch hier Durst mit Verlangen nach kalten Getränken, weil ich die Hitze abkühlen will. Dann diese Schleimhitze wird auch hier tatsächlich über die Poren verteilt. Ja, über die Poren verteilt. Und das wird dann dementsprechend hier auch mit verdickter und öliger Haut. Ich habe gerade aktuell einen Patient hier bei mir, der hat vor allem so Lymphstase und diese Lymphe stauen sich so stark an, nicht nur in den Lymphen, sondern auch allgemein im Gewebe, dass das so dicke Haut, ja, Abszesse sind es nicht, aber einfach Verdickungen, Verhärtungen sind, dass sie zum Teil auch operiert werden müssen. Und die Lymphe, das heißt, er hat hier Operationen, alle raus, Stau und dann zusätzlich noch Hautthematiken, Akne sehr stark. Und ja, das ist feuchte Hitze in den Lungen, weil die Lungen kontrollieren auch die Haut. Das heißt, hier habe ich einen Stau. Auch der Lymphfluss wird von den Lungen mit kontrolliert. Der ist einfach blockiert, dann staut es sich hier sehr schnell. Und das ist also eine feuchte Hitzekonstitution. Und da ist die Zunge, ihr werdet gleich das Bild sehen, die ist lang, die ist aber auch dick, ja, also auch in die Höhe dick. Und die ist aber auch gelblich belegt, das ist Feuchtigkeit und Hitze, die ist ein bisschen fettig, sieht es auch aus. Und der Puls ist Huamai, das nennt man gleitend. Also da ist einfach diese Suppe zirkuliert durch den Puls durch, ja, pulsiert so durch. Eine wirklich, wenn man das von Puls misst, dann merkt man, da ist wirklich richtig Volumen dahinter. Das ist also hier gut nachzuvollziehen. Und so sieht dann eine Zunge aus. Ihr seht, diese Zunge ist hier gelblich belegt und da habe ich auch diese den Schleim hier auch zu sehen auf der Zunge. Die Zunge ist dick, das sehen wir jetzt auch nicht, auch in die Höhe dick, das sieht man jetzt hier von der Seite nicht, da müsste man die Zunge von der Seite angucken, dann könnte man die Höhe hier besser sehen und das ist die Neigung auch, wir sehen es, Tan, Schleimverhärtung im Körper, Tan, das ist hier eine Wahrscheinlichkeit, die wir hier bei diesem Feuchte-Hitze-Typ
hier auch haben. Und man sieht auch schon vorne, wenn das die Zunge ist, und ihr seht an diesem Bild vorne, in diesem vorderen Areal, ist hier auch schon ein Riss zu sehen vorne. Das heißt, die Lungen werden hier trocken. Das heißt, primär, wenn ich feuchte Hitze entwickle, irgendwann wird durch die Zähigkeit kein Yin nachproduziert und die Hitze konsumiert das Yin. Und dann habe ich am Schluss Yin-Schwäche, Trockenheit übrig. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich Schleimhitze, das ist ein Abfall, eine nicht transformierte Schlacke, und trotzdem kann Yin-Schwäche, Säfte-Schwäche parallel dafür auch sein. Das ist leider so. Die Feuchtigkeit Schleim ist eine Flugrichtung und Yin-Schwäche ist die andere Flugrichtung. Dann haben wir hier als Auftrag, bei dieser Form von Asthma müssen wir Hitze klären. Wir müssen den Patienten abkühlen, Schleimhitze ausleiten. Schleimhitze ausleiten heißt erstmal ein bisschen was reingeben. Das heißt, wenn ihr einen Tanzboden hattet, wo ihr Party gemacht habt und ihr wollt am nächsten Tag diesen verklebten, wie Schleimhitze ein bisschen, verklebten Boden wieder auch sauber machen, dann braucht ihr erstmal ein bisschen Wasser reinzugießen, um diesen Schleim dann auch auflösen zu können, damit man das schön sauber kriegt. Genauso ist es hier auch im Körper. Schleimhitze ausleiten bedeutet erstmal auch etwas Feuchtigkeit wieder zufügen, dass der Schleim wieder von der Viskosität her wieder etwas leichter wird und dann kann ich ihn besser auch auflösen und ausleiten. Das Lungenchi muss auch hier abgesenkt werden. Die Körpersäfte müssen wieder aufgefüllt werden. Die Schleimhitze hat auch hier konsumiert. Das Milz wieder stärken, denn wie gesagt, Schleimhitze ist ein Abfallprodukt von Schlacke, was durch eine stärkere Milz besser transformiert werden kann. Das heißt, hier gibt es eine Rezeptur, das heißt Ding Shuang Tang. Und das ist eine Rezeptur, die ist hier jetzt für diesen Zweck auch gedacht. Und da habt ihr Baigo, das ist Ginkgo Biloba Samen. Und der ist sehr befeuchtend. Das heißt, da werden die Lungen, wie mein Beispiel, in dem Tanzboden erstmal wieder etwas Feuchtigkeit in die Lungen gebracht. Trotz alledem mit Mahuang muss ich die Lungen wieder aber auch probieren. Sie ist so zäh zusammengeklebt, wieder etwas aufmachen. Das ist Mahuang. Das darf aber nicht so stark sein wie beim ersten Fall. Sisuze, Schleimhitze wird transformiert. Wir haben hier auch wieder Kong Dong Hua, senkt nach unten. Ist aber wärmend etwas, nicht so stark. Cushing Ren senkt nach unten. Und jetzt kommt Kühlen, Sang Bai Pi, senkt auch hier nach unten. Und ich habe hier Hongqin, was hier auch antibiotisch bitterkalt nach unten absenkt. Und Xibanxia, die Feuchtigkeit wird transformiert. Das heißt, diese Rezeptur ist in der Summe ja, etwas kühlend. Und das muss sie eben auch sein, aber das ist noch nicht die Endrezeptur, sondern wir geben hier, wie gesagt, Mahuang 1 bis 3, Xingren absenken, Ganzhao und Hongqin war auch gerade in der Rezeptur, Sang Bai Pi absenken, kühlen, Banxia, die Nässe wird transformiert und jetzt kommt ein Kraut, das ist Yuxing Sao, 18 bis 30 Gramm. Und dieses Kraut wird hier tatsächlich bei auch Lungenabszess oder auch bei Lungenentzündung gegeben. Das kühlt die Lungen und wenn Schleimhitze ist, in den Lungen ist, ist eine Entzündungsmöglichkeit auch sehr schnell gegeben. Und auch hier Shigan kann die Lungen hier auch die Schleim transformieren, kühlen. Danzhuye kühlt auch hier das Herz und Dünndarm. Weil, wie gesagt, wenn hier die Lungen sind, das Herz ist nicht weit, das heißt, diese Unruhe, die diese Hitze anfacht, das wäre hier mit Danzhuye etwas beruhigend, auch emotional gedacht. Wenn Lungen was haben, ist auch das Herz nicht weit. Danzhuye beruhigt diesen Patienten. Das sind Patienten mit Schleimhitze, die neigen auch zu manischem Verhalten. Die sind auch hier schnell, wie gesagt, mit Depressionen und wie in meinem Fall mit meinem Patienten, wo ich genannt habe, auch mit Selbstmordgedanken. Und die Schleimhitze ist also hier völlig psychisch in den Lungen, in der Haut bei meinem Patienten. Und das ist hier auch im Herz, im Geist, dann zu je beruhigt. Ja, macht ein bisschen wieder
macht wieder ein bisschen Lockerheit. Wenn Schleimhitze hier blockiert, dann ist die Zirkulation auch von den Lohgefäßen blockiert. Und deswegen geben wir hier Dilong, das ist hier Regenwurm. Gualu entschleimt hier auch und Zebaimu auch hier. Schleimhitze wird aufgelöst. Das wirkt also hier sehr, sehr befreiend. Die können wieder besser dann auch atmen, Schleimhitze auflösen. Und das wäre hier noch eine Möglichkeit. Sollte der Patient Bluthitze bekommen durch Cortison, weil Cortison hat immer die Möglichkeit, zwar die Entzündung zu kontrollieren, aber weiterhin auch Trockenheit zu erzeugen. Und Trockenheit führt dann irgendwann auch zu Bluthitze, Unruhezustände. Dann könnte ich noch Sheng Di Huang, Mudan Pi, Shisha Yao noch dazu ergänzen. Das wäre hier eine Modifikation. Und hier muss auch über die Akupunktur gearbeitet werden. Das heißt, Magen 40, Schleimhitze ausleiten, Magen 44, Dickdarm 11, das sind typische Punkte, Galle 34. Die ganze Schleimhitze wird über den Verdauungstrakt ausgeleitet. Sanxiao 6 und auch Duman 14, die Hitze. Das beruhigt auch emotional. Die Hitze wird ja gekühlt. Lungen-Qi absenken, Ding Shuan, das ist der Punkt hier bei Duman 14 hinten am Rücken. Der ist sehr gut gegen Asthma. Das Lungen-Qi muss abgesenkt werden. Magen 36, Kreislauf 6, das sind alles Punkte, die das Lungen-Qi absenken. Auch Lunge 5, Lunge 6, Lunge 7. Er braucht da nicht alle Punkte stechen. Das ist nur mal eine Idee von Punkten, die hier einfach absenkend wirken. Das heißt, da reichen 1, 2, 3 Punkte daraus, könnt ihr nehmen. Es gibt auch noch andere. Das ist nur mal ein Vorschlag. Das könnt ihr also hier nochmal gucken, was euch da lieb ist, welche ihr da gerne auch stechen wollt. Das heißt, Renmai 17 auch hier im Brustkorb absenken, Renmai 22. Das wären Möglichkeiten in der Akupunktur, um diese auch abzusenken. Wenn wir jetzt wieder in die Ernährung gehen, ja, was dürfen die nicht machen? Ja, die sollten also wirklich nicht so viel Alkohol, scharfe Gewürze, nicht zu viel Fleisch. Also da wäre mal eine Smoothie, eine Saftkur nicht schlecht, um die Feuchtigkeit hier auszuleiten, die feuchte Hitze auszuleiten. Und wie es dann immer so ist, mein Patient, den ich gerade eben bei Schleimhitze hier auch erwähnt habe, mit den Hautproblemen, und auch der Lymphstase, der hat natürlich immer noch weiterhin dann Knoblauch gegessen. Sehr viel Knoblauch, überall auch als Gewürz. Und Knoblauch ist sehr gut für unseren ersten Fall. Knoblauch ist sehr gut für Feuchtigkeit, Schleimansammlung und Kälte im Körper, aber nicht bei Feuchtigkeit und Hitze. Ja, weil viele haben Herz-Kranz-Gefäß-Problematiken und sagen, ja, Knoblauch ist sehr, sehr gut. Wo wir sagen, nein, Knoblauch ist erzeugt noch mehr Schleim, Hitze, vor allem in der Gallenblase. Das macht sogar aggressiv und ist also erwärmend. Und das ist besser für Schleimkälte. Um Schleimkälte zu transformieren, Knoblauch super, bisschen Ingwer, Knoblauch klasse. Hier in diesem Fall habe ich gesagt, lieber Patient, also das wäre nicht so optimal, hier noch weiter Knoblauch zu essen. Ja, da muss man also hier vor allem auch sagen, was sie nicht konsumieren sollten und nicht immer nur, was sie konsumieren sollten. Das wegzulassen, was hier Schleimhitze erzeugt, wäre also ein großer Gewinn. Ich komme hier zu meiner dritten Form. Das ist hier, wie gesagt, ihr bekommt das Skript morgen zugeschickt, kein Problem. Das heißt Leber oder, und ihr könnt euch eigentlich auch diesen Film nochmal angucken, wenn irgendwelche Stellen unklar ist, könnt ihr das, soweit ich weiß, auch nochmal anschauen und könnt dann mit dem Skript das auch nochmal durchgehen, wenn euch was unklar ist. Das wäre die Möglichkeit. Ich komme zu meiner dritten Form. Das wäre hier tatsächlich Leber oder auch Gallenblasen greift die Lungen an. Das ist ein emotionaler Asthma-Patient oder Patientin. Das heißt, immer wenn es ein bisschen Stress gibt, immer wenn irgendwas nicht richtig läuft, man ist ein bisschen frustriert oder irgendwas ist im Argen, dann ist dieser Asthma-Situation begünstigt. Und wir sagen hier, das Holzelement ja, greift das Metallelement an und blockiert das Metallelement.
Das ist also eine emotionale Stagnation, führt zu einer Stagnation der Lungen. Und dieses habt ihr immer auch, wenn jemand so macht, das heißt Schokolade essen. Das ist hier ein Zeichen, dass, wie gesagt, die Lungen sich wieder entspannen, aber Grundlage war die Leber, das heißt Holzproblematik. Denn wie gesagt, Schokolade entspannt zunächst mal die Leber und das Holzelement. Das heißt also, hier wissen wir, Leber-Qi-Stau kann die Lungen-Qi-Stau. Das heißt, Leber-Qi-Stau kann in alle Richtungen zirkulieren. Das heißt, normalerweise ist ja hier TCM nach Gladiolosa vor allem bekannt durch seine energetischen Verbindungen. Wir unterrichten hier in unserer Grundausbildung in Freiburg oder eben auch in Wien. Ja, auch vom Glot selber unterrichtet. Das heißt, hier geht es ja immer, dass wir Energetiken haben. Ja, das heißt, zum Beispiel innen außen, die Lungen sind trocken, ja, und dadurch hat der Dickdarm zu viel Hitze und ich habe Verstopfung. Das heißt, ich als Raucher trockne meine Lungen und der Dickdarm bekommt dann diese Hitze ab. Yin-Schwäche im Metallelement in den Lungen führt zu Dickdarmhitze. Und dann hat der Patient Verstopfung. Qi-Stau, das geht wirklich hier einfach, ja, kann überall hingehen. Zum Beispiel Qi-Stagnation. Ich gehe in den Urlaub, mir gefällt es da nicht so, wie ich das gewohnt bin. Das heißt, die Toilette ist nicht so, wie ich sie kenne. Das heißt, Qi-Stagnation führt in der Leber zu Qi-Stagnation im Dickdarm und ich kann nicht auf Toilette gehen. Ja, Reiseverstopfung. Die Qi-Stagnation Leber geht auf den Dickdarm. Und so kann sich die Qi-Stagnation wirklich im Körper in alle Organe weiter bewegen. Der Ursprung bleibt immer Holzelement, aber die Qi-Stagnation wandert hier wirklich frei in den Organen weiter. Also, dann ist hier auch Leber-Qi-Stau führt zu Lungen-Qi-Stau, ist hier diese Thematik. Und ihr habt hier Stresssituationen führen dazu. Die kann nicht so gut kompensiert werden. Ich reagiere hier mit Anspannung. Das ist auch allergische Reaktionen sind hier möglich über Qi-Stagnation. Wir werden später noch sehen in unserer nächsten Form, dass hier allergische Geschichten auch was mit Holz zu tun haben. Und deswegen hier Seufzen, das ist diese Verbindung von Leber und Lungen. Aufstoßen, Blähungen, wie gesagt, hier ist nicht nur die Holzelement kann Metallelement blockieren, sondern das heißt auch Dickdarm hier in dem Fall, sondern Holzelement kann hier auch über den Kontrollzyklus hier auf die Erde, das heißt Magen und Dickdarm, Verdauungsorgane einfach blockieren. Ja, habe ich Stress und ich bin emotional, Holzelement sehr anfällig, dann wird meine Verdauung nicht funktionieren. Deswegen unter Stress essen ist nicht gut. Für die, die da einfach Anfälligkeiten haben. Aufstoßen, Blähungen, das heißt, der Verdauungstrakt ist blockiert, es geht wieder nach oben, Erstickungsgefühl, auch hier die Lungen sind blockiert, reagiert sehr emotional, das ist die Qi-Stau-Problematik mit auch PMS-Syndrom möglich, das heißt hier, wenn eine Frau vor der Regel kommt, das Qi kontrahiert immer mehr und mehr. Und dadurch kann sein, dass dann die Brust so eine Spannung hat und Schmerzen hat, dass man da nicht in die Nähe kommen darf. Und das ist also hier auch für die Männer manchmal sehr furchtbar, wenn die Frau da diese Zeit durchlebt und selber nicht sich so richtig mit sich selber was anfangen kann und auch nicht so richtig glücklich über sich selber ist. Deswegen sagen wir immer spaßeshalber, PMS-Syndrom ist was, wo wir die Rezeptur zwar für die Frau geben, aber eigentlich für den Mann, dass er diese Zeit auch überstehen kann, wenn die Frau ein bisschen ungenießbar wird. Und wie gesagt, sie mag es ja selber nicht dann so sehr. Palpitation und auch Schlafstörungen, das ist hier die Kontraktion, führt zu Hitze. Wenn ich Qi-Stagnation habe, Druck, dann dieser Druck erzeugt Hitze und das führt dann eben hier auch zu Palpitation und auch Schlafstörungen. Also hier die Hitze ist das Problem. Wir haben dann eine hier Pulsdiagnostik an der Lungenposition. Das ist also hier gespannt. Genauso gespannt ist es auch in der Leberposition. Also Lunge, Leber gespannt.
Es ist auch hier voll und beschleunigt. Das heißt, etwas durch die Kontraktion entsteht etwas Schleimhitze in den Lungen. Durch den Druck. Geschwollen und rötlich sind die Zungenränder. Da sieht man hier die Schlauchbootzunge. Ich zeige euch gleich das Bild. Ihr werdet es sehen. Und der Zungenbelag ist hier also gelblich, fettig und auch klebrig. Und so sieht dann eine Zunge aus. Ihr könnt hier sehr gut die Zungenränder sehen. Das ist hier richtig schön geschwollen. Ich sage immer Schlauchbootzunge. Die Ränder sind geschwollen. Und wie gesagt, auch hier etwas rötlich. Und durch die Kontraktion, Druck erzeugt sich Hitze. Und der Zungenbelag ist hier auch leicht gelblich. Und wie gesagt, die Chinesen würden immer, was wir noch vielleicht ein bisschen als eher weiß bezeichnen würden, schon als gelblich bezeichnen. Da muss man seinen Fokus in der Zungendiagnostik etwas ändern. Und das ist also hier schon gelblich, der Zungenbelag. Und wie gesagt, die Ursache ist Kontraktion. Also wir haben eine Qi-Stau, Persönlichkeit, emotional, angespannt. Das ist hier die Situation. Und da müssen wir das Qi auflockern. Das heißt, hier müssen die Konzentration nicht so, also nicht nur auf das Metallelement, sondern hier Holzelement muss berücksichtigt werden, entspannt werden und auch hier, wie gesagt, das Lungen-Qi dann abgesenkt werden. Wobei einfach die Entspannung führt schon wieder so, dass eigentlich diese Kontrolle nicht mehr oder diese Verachtung nicht mehr so stark auf das Metallelement kommt. Also schon allein Entspannung hilft sehr, sehr stark. Wenn diese Zunge keinen Belag aufweist, kommt eine Frage von der Renate. Ja, wenn die keinen Belag aufweist, dann müsst du trotzdem diese Qi-Stagnation behandeln und dann einfach das Lungen-Qi absenken. Das heißt, die Strategie bleibt gleich, nur nicht so viel die Verdauung. Das heißt, diese Persönlichkeit wird einfach nicht so viel schleimproduzierende Nahrungsmittel konsumieren. Oder mit der Zeit, wenn die Kontraktion auch Hitze erzeugt, werden die Säfte, aber auch die Schlacke wieder verdampft. Ja, also das heißt, es kann sein, dass bei dieser Persönlichkeit schon eine Fortschreiten, das heißt hier eine Verdampfung der Säfte schon durch die Qi-Stagnation Hitze erfolgt ist und dadurch habe ich keinen Belag mehr auf der Zunge oder die Person ist ein bisschen so nicht so sehr feuchtigkeitsbedingt, dann ist kein Belag da. Aber trotzdem, die Aufgabe bleibt gleich. Das Qi muss entspannt werden und Lungen-Qi absenken. Aber nicht so viel Feuchtigkeit transformieren. Und wenn die Zunge noch röter wird, noch sogar ein bisschen Risse bekommt, dann muss mehr das Yin regeneriert werden. Aber da werdet ihr in der vierten Darstellung werdet ihr sehen, wie man bei Yin-Schwäche agiert. Und dann müsste man ein bisschen Strategie hier 3 und die nächste Strategie ein bisschen kombinieren. Das heißt, hier habe ich eine Rezeptur. Diese Rezeptur ist eigentlich hier für den unteren Erwärmer mehr gedacht. Und das heißt für die Leber. Das ist hier auch eine gynäkologische Rezeptur, die auch in der Gyn benutzt wird. Das Leber-Qi wird entspannt. Da haben wir Chai-Hu, Leber-Qi entspannen, Xiang-Fu entspannen. Das Leber-Qi kann man aber auch entspannen über das Absenken, Chöke, das ist das dritte Kraut, Chöke absenken über den Yang-Ming, über den Verdauungstrakt. Chöke wirkt hier auch Darm anregen. Das heißt, da muss man auch auf die Toilette. Wir haben hier noch Baishaoyao, das entspannt, weil diese Person, es ist wie Schokolade essen, Baishaoyao, weiße Pfingstrose, befeuchtet, Schokolade essen auch, es entspannt, aber es kann auch sehr schnell befeuchten. Shanxiong, es bewegt das Blut, Shanyao, das ist hier für das Nieren-Qi gedacht, bisschen astringieren und Ganzer. Diese Rezeptur ist für das Leber-Qi gedacht, aber nicht so stark. Bis vielleicht hier auf Chöke, das wäre auch für Asthma gedacht. Hier fehlt es uns noch ein bisschen an der Präzision für Asthma und deswegen muss diese Rezeptur etwas hier auch transformiert werden, modifiziert und das wäre hier, ihr seht, Chai Hu wieder, ich muss das Holz entspannen, Xiang Fu Holz entspannen,
Wie gesagt, Schücke absenken, das ist hier hochdosiert, wird normalerweise niedriger dosiert, um einfach, wenn das Lungen-Qi hier nicht nach unten will, kann ich was auch über den Magen nach unten absenken, wirkt hier auch das Magen-Qi absenken über Schücke, wirkt hier auch lindernd. Und wenn einer nach unten geht, dann folgen die anderen nach. Das heißt, diese Bewegung über den Yang Ming, Schücke, hilft auch den Lungen hier, das zu verbessern. Dann habe ich als nächstes, wie die Bai Shao Yao hatten wir schon gesehen, und Shan Xiong, das ist hier das Gleiche. Aber jetzt kommt hier noch weiter Shen Xiang, das entschleimt hier und senkt auch ab. Mu Xiang, das ist jetzt hier für die Transformation von auch dieser Schlacke. Sowas bräuchte ich da nicht, wenn, wie gesagt, kein Zungenbelag da ist. Yuqin, das ist hier etwas kühlend und blutbewegend. Und Qingpi, das entspannt auch die Leber, aber auch die Lungen. Ja, also wenn die Leber die Lungen blockiert, dann ist Qingpi sehr gut. Es entspannt. Und wir haben hier also jetzt diesen Auftrag von Qi entspannen, absenken und ein bisschen Feuchtigkeit transformieren in dieser Rezeptur. Ihr habt Grammangaben. Ihr könnt diese Rezeptur bei passendem Bild so auch benutzen und können da auch sehr gut den Patienten damit helfen. Ihr kriegt über die Zeit auch sowas wie Cortison. Das ist schon, braucht ein bisschen Zeit, ja, weil wie gesagt, mit der Cortisoneinnahme werden die Lungen sehr stark ausgetrocknet und Yin-Schwäche. Und das kriegt man schon weg, wenn die beim akuten Anfall häufig was nehmen wie Salbutamol. Das ist eher so Qi entspannen, das zerstreut eher, ja, also es macht eher so auf. Aber das Problem ist, von wenn ich nur zerstreue, dann würde ich einfach den Körper zum einen austrocknen und zum anderen auch Qi-schwach werden. Qi-schwach. Das wäre also hier zu berücksichtigen, wenn jemand häufiger Salbutamol nimmt, um etwas aufzumachen. Dann bräuchte ich hier auch Akupunktur, das ist also Leber-Qi zerstreuen. Leber 3 ist eine gute Möglichkeit. Gallenblase 34 oder auch Gallenblase 40. Das sind alles Punkte, die hier Qifa, das heißt hier zerstreuen, das Leber-Qi aufmachen. Und wie gesagt, hier das Lungen-Qi absenken, Kreislauf 6, Renmai 12 oder auch über Magen 25, deswegen Magen 25 wirkt wie Chücke. Chücke habe ich gesagt, über den Magen absenken. Magen 25 kann hier Magen, Dickdarm auch absenken und das wirkt hier auch förderlich für die Lungen, für Asthma. Das heißt, ihr wisst, die Lungen haben ihren Ursprung im Magenmeridian, also der Meridian, Lungenmeridian entspringt aus dem Magen. Und dafür kann man auch hier eine Verbindung bringen. Alles, was ich im Magen absenke, wirkt auch hier auf die Lungen sehr positiv. Da habe ich jetzt eine weitere Form. Das sind die leere Formen von Asthma. Da habe ich euch eine mitgebracht. Und hier geht es also um Lungen-Qi und Yin-Leeren. So, einen kleinen Schluck, dass ich die letzte Form hier noch hinbekomme. Ich hoffe, ihr seid alle noch aufmerksam, trotz Hitze, aber so langsam hier vor allem auf der Terrasse bei der Erika. Da wird bestimmt schon ein kleines Lüftlein ziehen. Und deswegen denke ich, ist das schon angenehmer, so langsam. Lungen-Qi und auch Yin-Leere, das ist hier, wie gesagt, meine vierte Form, die ich euch vorstellen will. Wie gesagt, leider, ich kann euch nicht alles zeigen. Für solche Kurse haben wir auch im Angebot, wo wir das ganz ausführlich anbieten. Momentan hat der Claude einen Kurs in Wien. Differentialdiagnose heißt das. Das sind unsere Kurse, wo wir wirklich jede Pathologie, ob das Asthma ist, ob das Bluthochdruck ist, wo wir so durchgehen durch die einzelnen Pathologien und sagen, ja, wir haben hier Bluthochdruck. Bluthochdruck gibt es 14 oder auch 16, je nachdem, wie man es sehen will, 16, 14 verschiedene Formen. Und da stellen wir die meist gängigen Formen auch tatsächlich vor, mit Rezeptur, mit Akupunktur
und auch hier mit Möglichkeiten von der Ernährung. Also das, was ich hier mache, etwas ausführlicher, das sind unsere Kurse Differentialdiagnose, auch genannt, wie gesagt, aktuell dieses Jahr in Wien von GLOT durchgeführt, wird es auch bestimmt mal wieder in Freiburg geben. Und da ist also interessant, dass man hier wieder differenziert Schleimkälteform, gibt es auch vom Bluthochdruck, Schleimhitzeform vom Bluthochdruck. Und das ist also hier auch tatsächlich also wirklich toll, weil da hat man in der Praxis, zieht man sein Skript raus, Bluthochdruck. Und also der José, der jetzt gerade zuhört, der ist gerade in Wien, richtig große Klasse. Und das sind Skripten, also das ist für die Praxis der Hammer. Zieht mal raus und guckt erstmal, was ist Bluthochdruck, was für Formen gibt es, was für eine Form hat mein Patient, und habe dann schon Anweisungen. Gucke ich immer noch auch zwischendurch selber mal wieder kurz rein, weil man kann nicht immer alles ganz präsent im Kopf haben. Leider, man schiebt hier wieder was rein, da flutscht hier wieder was raus. TCM ist ein Riesenfeld, da ist also wirklich toll, dass man solche Unterlagen hat. Das sind die Kurse, wie gesagt, Differentialdiagnose. Da könnt ihr das ganz ausführlich auch sehen. Aber ich habe euch mal wirklich wichtige Formen, diese vier, wenn ihr die verstanden habt, habt ihr für die Praxis wirklich was auch in der Anwendung. Das heißt, Lungen-Yin und Qi-Mangel ist hier jetzt gegeben. Das führt zu lungenleere Hitze, Bluthitze und auch Lungenzehe, Schleimhitze, Lungen-Qi und Blutstau, Asthma. Wie kommt es hier zu Lungen-Yin? Mangel. Das sind Spätfolgen von auch hier Neurodermitis. Kann sowas sein. Wir wissen ja, dass hier auch Asthma mit dabei sein kann. Spätfolgen von chronischen Lungenkrankheiten. Das ist hier auch möglich. Spätfolgen von allergischen Zuständen. Das heißt, hier Heuschnupfen führt immer dann irgendwann mal zu einer allergischen Zustand, führt zu trockenen Lungen. Das heißt, wenn ich Heuschnupfen habe, dann, was habe ich dann? Ja, das Asthma, was ich bekomme, ist nachts. Ja, wir werden gleich sehen von den Symptomen her. Nachts Asthmaanfall, das steht hier für Trockenheit, trocken in den Lungen. Und ja, das wäre hier also dann auch möglich, dass wir jemand haben mit Heuschnupfen. 10 Jahre später ist dann Asthma leider da. Rauchen, na klar, trockne ich sofort direkt die Lungen aus. Und habe natürlich dann eine Trockenheit. Atemnot mit zähflüssiger und gelblicher Auswurf, das wissen wir, bei Rauchern kann sowas auch ein bisschen dauern. Es ist schon so eingetrocknet, so zäh, dass es einfach nicht mehr abgehustet werden kann. Und das ist auch ein Grund, müsst ihr euch vorstellen, Yin-Schwäche, was wir uns ja hier gerade auch anschauen, das ist zum Beispiel sehr häufig so, dass eine Frau in der Menopause, die hat Yin-Schwäche, und die wird dann einfach hier durch die Austrocknung, auch hier oben, die Lungen werden trocken. Und wenn die Lungen trocken werden, entwickelt der Körper durch den Austrocknung zähen Schleim, wie beim Rauchen. Und deswegen haben sehr viele Frauen in der Menopause hier tatsächlich Beklemmungsgefühle. Ja? Das ist Schleimhitze in den Lungen und im Herz. Und das kann hier, wie gesagt, auch durch Rauchen verursacht werden. Und ja, wann wird es schlimmer am Ende des Tages? Warum? Ja, da habe ich schon mein Yin konsumiert. Verschlimmerung im Frühling, das ist hier bei Heuschnupfenpatienten auch gemeint. Das heißt, hier habe ich häufig das Thema, Allergie ist Holz und das Holz hat zu viel Yang. Ja, und das Yang vom Holz kann das Yin der Lungen austrocknen. Das ist die Entstehung hier von auch allergischem Asthma. Das heißt, auch hier die Behandlung von Yang-Fülle und Qi-Stagnation in dem Holz muss gemacht werden, wenn ich allergisches Asthma behandle, Heuschnupfen und Asthma, um das aufzulösen, um hier die Lungen wieder mit Yin aufzufüllen. Wenn ich die Lungen nur berücksichtige ohne das Holz, dann wird das Holz immer wieder austrocknen, auf die Lungen wirken. So, dann habe ich hier auch schlechte Reflexe. Das hat was hier mit Port zu tun. Das ist hier auch eine Qi-Schwäche der Lungen. Qi- und Yin-Schwäche der Lungen. Und das ist hier Cortison, wird häufig gegeben. Und die Lungen sind schon trocken. Und ja, die Lungen werden noch weiter ausgetrocknet. Das heißt, ihr seht es auch an den Zungen. Die ist rot, die ist trocken, mit Rissen drin.
Rissen stehen hier für Yin-Schwäche. Ihr seht gleich die Zunge. Gelblich und auch hier trocken ist der Zungenbelag. Es ist die Schleimhitze, die sich hier durch die Eindickung, ja, Schleimhitze nicht durch nur Alkohol und also Fülle, Schleimhitze, sondern Austrocknung. Immer wenn der Körper zu wenig Säfte hat, dann trocknet er, erzeugt er Schleimhitze. Das ist sehr zäh, einfach trocken und zäh. Ihr wisst es beim Raucher. Und wenn man da ein Hotelzimmer nebendran hat im Urlaub, nicht so dicke Wände und der Huste da, also dann ja, ist der Urlaub nicht so entspannt. Oberflächlich, und weil das Problem ist, wenn ich Trockenheit in den Lungen habe, wann wachen diese Leute auf? Frühmorgens schon. Frühmorgens, Lungenstunde, 5 Uhr. Das ist nicht so schön. Und dann husten die erstmal im Bad eine halbe Stunde. Überhaupt nicht gut. Oberflächlich ist der Puls, das heißt, die Lungen sind trocken. Wenn Yin schwach ist, dann steigt das Yang auf und das ist auch der Puls. Oberflächlich habe ich den Puls, der ist gespannt, der ist leer und beschleunigt Schleimhitze. Und Yin-Schwäche führt zu leere Hitze. Das ist hier eine Beschleunigung. Ihr seht jetzt hier eine Zunge, die ist Yin-schwach, das heißt, hier sehe ich vor allem und die ist Qi-schwach, deswegen die ist auch kurz. Die Zunge ist kurz, die ist rot, die ist hier vor allem rissig. Das steht hier für Yin-Schwäche, die Risse auf der Zunge, Yin-Schwäche und ein bisschen leere Hitze. Wenn ich kein Yin habe, dann geht das Yang, wir nennen das leere Hitze, hoch. Das kann Bluthitze, dann wird es noch röter mit sogar Pünktchen an der Seite möglich. Dann ist sehr viel Unruhe und vorhanden. Das ist also mehr vielleicht das, was auch vorhin die Frage war von jemand, der kann so eine Zunge haben und die kann trotzdem an den Rändern geschwollen sein. Das wäre hier tatsächlich möglich. Und das war die Renate. Die Renate hatte das gefragt. Ja, das heißt, so eine Zunge wäre eher Yin-schwach, Yin-leere mit trotzdem Qi-Stagnation. Und es ist so, wenn ihr jemand habt ohne Yin, ausgetrocknet, ja, die verstehen keine Witze, ja, die sind nicht entspannt, ja, die sind so trocken. Das heißt, man fasst jemand mit so einer Zunge auf die Haut, nicht auf die Haut, sondern auf die Muskulatur, also schon auf die Haut, aber eigentlich auf die Muskulatur, ist total angespannt. Da ist keine Feuchtigkeit, nicht in der Muskulatur, ist trocken. Und dadurch kann es hier tatsächlich, ja, sehr, also wie gesagt, Witze werden nicht verstanden. Und das ist sehr schade, ja, weil es ist immer Kontraktion, auch mitbedingt. Und dann müsstet ihr hier sehr viel mehr auffüllen, auch die Säfte. Das heißt, Lungen, Qi und Yin tonisieren. Dann müssen wir 10 Schleimhitze etwas ausleiten, Lungen, Qi absenken. Das kennen wir schon, Himmel und Erde miteinander verbinden, weil wie gesagt, wenn das Yin schwach wird, dann haut das Yang ab. Das heißt, das Herz-Qi geht nach oben und das Nieren bleibt unten. Die kommunizieren nicht miteinander. Ja, und das ist hier wichtig, auch beim Thema Asthma, dass hier nicht nur die Nieren mit dem Herz kommunizieren, sondern die Nieren auch mit den Lungen. Und deswegen sagen wir Himmel, da ist, gehört Herz und die Lungen dazu und unten dann die Nieren, die müssen miteinander kommunizieren. Po befestigen, weil Po kann nur in ein gutes Zuhause in den Lungen haben, wenn Qi und Yin in, also Po ist eine animalische Seele, die verflüchtet sich, ja, die ist leicht, die ist eigentlich eher Yang. Und deswegen kann die nur verfestigt werden, wenn Yin und Qi in den Lungen ist. Und ist also hier eine Entartung des Po, ist bei dieser Form am stärksten möglich. Da brauche ich also Kräuter. Ihr seht hier vor allem eine Rezeptur bei He Guyin Tang. Das ist eine Rezeptur, um die Lungen zu regenerieren, die Lungensäfte zu regenerieren. Ich brauche Bai He. Ich habe Sheng Di Huang, Shu Di Huang. Das geht über die Nieren Yin auffüllen. Bai He ist das Kraut direkt, was das Lungen Yin auffüllt. Mai Mendong, die Lungensäfte werden aufgefüllt. Xuan Shen ist gegen leere Hitze in den Lungen, wenn ich kein Yin habe, das Yang geht hoch. Xuan Bai Mu regeneriert das Yin und auch die Säfte der Lungen. Qigeng ist das Botschaftskraut für die Lungen. Dang Wei und Bai Shao Yao können über die Säfte bzw. helfen zu regenerieren, weil sie Blut tonisieren. Also das wäre hier eine Basisrezeptur für diese Zustände.
Und die wird wie immer etwas abgewandelt. Ihr habt hier für diese Person zum Regenerieren ein bisschen Ginseng, wenn man sich's leisten kann, wäre möglich. Wir haben Shan Bei Mu, das ist um die Lungen zu regenerieren. Und Huta Ren, das ist jetzt hier Verankerung von Himmel und auch Erde. Huta Ren, das ist Walnuss tatsächlich. Es stärkt hier die Nieren, das Nieren Yang auch und kann hier auch antiasthmatisch wirken. Maimendong für die Säfte regenerieren, Wuwei-Zi etwas zu auch astringieren, Beihe, des Lungensäfte werden aufgefüllt, Fuling hier auch bisschen was Entschleimendes, Sangbei-Pi Lungen-Qi absenken und Qimu hier den Magen beruhigen und die Hitze im Magen beruhigen. Das wäre hier eine Rezeptur, die hier gut funktionieren würde bei so einem Zustand. Auch hier Rezepturen sind nicht fest in Stein gemeißelt. Da muss man also immer bei jedem Patienten ein bisschen gucken. Das heißt, die TCM, die Vorteil ist, ihr seht schon durch diese vier Formen, die ich euch jetzt hier heute vorstelle, man muss immer genau gucken, was ist die Ursache? Man muss gucken, was ist diese Konstitution, die Grundlage? Und das wäre hier, wie gesagt, Yin-Schwäche und Qi-Schwäche, habt die Zunge gesehen. Und dann kann man exakt auch hier die Rezeptur oder auch Akupunktur, ihr seht wieder Lunge 6, Magen 36, das ist hier über den Magen absenken, hilft auch den Lungen absenken. Magen 36 ist hier auch ein Notfallpunkt für Asthma, wenn ich Asthmaanfall habe, um das zu lindern. Renmai 17 und hier auch Jingxuan, die helfen alle abzusenken. Lungen-Qi und Yin tonisieren, jetzt muss ich tonisieren, Bufa, das wäre Blase 13 am Rücken, Blase 42, Lunge 7, Lunge 9, Niere 6, auch über die Nieren, die Lungen auffüllen, das sind Punkte, die ich Bufa machen muss, aber wie gesagt, tonisieren oder regenerieren der Lungen wäre besser, man macht sowas über die auch Kräuter, ja, und auch Ernährung, hier muss ich wieder auffüllen, mit auch natürlich regenerierenden Suppen, Gemüse gekocht, blanchiert, das wären hier Regeneration. Und da könnte man hier auch noch zusätzlich Akupunktur, wenn ich sage, ich habe Hitze in den Lungen, dann muss die auch ausgeleitet werden, aufgrund von Leere des Yins, wäre Lunge 10, Lunge 5 eine Möglichkeit. Und wie gesagt, häufig auch greifen von außen an. Das ist Galle 34, Galle 43. Das wären jetzt hier Punkte bei einem allergischen Asthma, Heuschnupfen als Beispiel, wo ich diese Punkte geben muss, um das Holz zu beruhigen und nicht weiter die Lungen anzugreifen zu lassen. Auch Magen 44, das war hier gerade in der Rezeptur Qimu, Radix Anemarenae oder Magen 44. Das würde hier schützen über den Magen, weil ist der Magen heiß, dann wird auch eine weitere Möglichkeit, dass sich hier durch Emotionen und Gedanken Magenhitze, wir nennen das Yi Plus, Magenhitze, Magenfeuer erzeuge und die Lungen austrocknen. Deswegen brauche ich auch einen Punkt für Magen häufig. Und wie gesagt, dann über Yang Ming, das Lungen-Yin absenken, haben wir schon auch mal gesehen bei den letzten Fällen. Das war Magen 25, Magen 37, die Möglichkeit auch Sanxia 6, alles nach unten absenken. Das waren hier also meine Vorstellungen hier für die Formen, dass ihr seht, wie man das differenzieren kann. Man muss immer eine Basisrezeptur finden, Puls- und Zungendiagnostik machen. Und ja, wie gesagt, ich wurde das letzte Mal gefragt, warum mache ich das hier auch? Ja, weil ich denke, die TCM hat so viele Möglichkeiten und aber leider wird es nicht immer voll angewandt, dass die Diagnostik eindeutig gemacht wird, dass man dann schön nach diesen Bildern auch tatsächlich therapiert. Da hat man also wirklich so tolle Möglichkeiten und das muss man einfach auch hier immer wieder ein bisschen vertiefen und weiter auch festigen. Deswegen, wenn ihr Lust habt, klar, wir haben auch hier Kurse, das heißt auch der Claude ist in Freiburg über Sterbebegleitung. Wir müssen auch lernen zu sterben, das kommt leider auf uns zu, das ist hier in Freiburg mit Claude.
Ich mache hier das Astrologie und auch das I Ching. Das sind Kurse hier in Freiburg vor Ort oder auch die Noemi-Zivilisationskrankheiten. Da ist also hier viel gegeben. Grundlagen, Pharmakologie dann im November. Und was wir neu haben, ist hier, wie gesagt, auch die Ausbildung zum Ernährungsberater. Und genau da sind wir dabei, jetzt wirklich diese Bilder zu schulen, den Ernährungsberatern Feuchtigkeit und Kälte, Feuchtigkeit und Hitze, eine konstitutionelle Beratung. Und weil so könnte diese Person als Ernährungsberater auch hier bei Asthma sehr gut unterstützen, wenn die erkennen kann, dass es Feuchtigkeit und Kälte, Feuchtigkeit und Hitze, Qi-Stau oder auch hier zum Beispiel Yin-Schwäche. Und dann kann man hier auch Therapeuten gut Hand in Hand zusammenarbeiten, Ernährungsberater und Therapeuten. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sehr gerne die an mich stellen. Ihr habt meine E-Mail. Ich habe jetzt auch die Möglichkeit, dass wenn jemand individuelle Rezepturen braucht, könnt ihr auf meine Seite gehen, mikemorell.de. Da habe ich auch die Möglichkeit, individuelle Rezepturen für euch anzufertigen aus der Ferne. Das steht alles, wie das geht. Und ansonsten hoffe ich, ich habe euch ein bisschen hier helfen können in der Differenzierung von dem Thema Asthma. Und ich hoffe, ihr seht uns bald wieder. Ihr habt also hier hoffentlich einen schönen Sommer und schützt euch also hier gut vor der Hitze. Also, dann würde ich sagen, liebe, liebe Grüße hier aus Freiburg. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und so fleißig, aufmerksam zugehört habt. Und ja, bis bald. Das war Mike Morell, Avicenna Institut Freiburg. Bis bald, bis dann. Ciao.